Moin Moin und willkommen zurück bei Tiny Tina's Wonderlands. Ihr seht gerade anderer Charakter, aber ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt seit der letzten Aufnahme mal ein paar andere Charakterklassen zumindest einmal angespielt. Einfach nur so. Wir haben hier immer noch, also das, wir haben immer noch unseren Koya der Erste. Den werden wir jetzt auch erstmal weiterhin verwenden. Ich habe mit Koya der Zweite mal das mit dem Hammer probiert. Finde ich so ein recht witziges Konzept. Und dann haben wir noch unsere Magic Jane. Ich bin am Überlegen. Das ist so das Problem. Mir gefällt Magic Jane, weil, so jetzt weiß ich ja mittlerweile, wie das Spiel so grundsätzlich funktioniert. Sagen wir mal so. Ich hatte beim letzten Mal ja noch nicht so viel Ahnung von den Zaubern und allem drum und dran. Und diese Zauber sind ja quasi sowas wie die Granatenmods von früher. Das heißt, wenn man das richtig hat, richtig Wumms, Wumms, Wumms. Mit richtigen Skill natürlich noch viel mehr Wumms. Und sie hätte die Möglichkeit, mit ihrem Action-Skill 2 Stück davon zu nehmen. Ich bin echt am Überlegen, ob wir das mal so weit in Erwägung ziehen. Und ich habe noch mehr rausgefunden. Richtig cool. Das weiß bestimmt jeder von euch, der das Spiel spielt, auch schon. Aber ich kann den Schwierigkeitsgrad ändern. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal auf heftig weiter. Wir gucken mal. Wenn es so schlimm wird, machen wir ausgewogen, aber wir gehen nicht auf leicht. Nee. So. Können natürlich hier nochmal schauen. Und so treffen wir uns. Ein Schuss die Sekunde. Selbst zaubern. Zauber wird auf Anwender gewirkt. Steigert jeglichen Schaden um 20%, während du darin bist und heilt dich jede Sekunde um 8%. Ah, das werde ich wahrscheinlich so auf dem Boden, so ein Buff kreist oder sonst was. Ist ja witzig. Was haben wir hier? Ah, ich will ja nicht gleich das ganze Geld ausgeben, aber man muss ja mal gucken. Nein, 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 wir gehen. Wir gehen, wir gehen, wir gehen. So. Gib mir Geld. Danke. So. Aussicht genießen. Oh, da unten. Sieht nach dem Dorf aus, wo wir hinwollen. Wenn es ein Dorf ist. Also ich habe mit den anderen Charakteren... Wir tragen die mächtigen Mauern von Prachthof empor. Ihr seid jedoch nicht die einzigen Neuankömmlinge. Eine gewaltige Skelette, wir belagern die Stadt! Okay, auch nochmal eine Info für die, die jetzt hier vielleicht frisch dazugekommen sind. Ich werde versuchen, jetzt innerhalb des Let's Plays einen Fokus auf die Story beziehungsweise auf die einzelnen Mini-Stories von den Sidequests zu legen. Entsprechend werde ich versuchen, die ganzen Dialoge immer aussprechen zu lassen. Macht das Ganze natürlich dann etwas langsamer, aber ich finde auch gemütlicher und eigentlich ist das genau das, was ich brauche. Will ich euch töten? Nö, ist okay. Da vorne ist ein Glückswürfel. Und ich habe mittlerweile gecheckt, dass es tatsächlich örtliche Herausforderungen gibt. Also ich habe auch schon, da ich anderen Charakteren... Ich habe nur das Tutorial-Gebiet durchgemacht, also Bosskampf und die Overworld betreten. Ah, ich habe eben hier, ich glaube, eine Schriftrolle und einen Würfel übersehen in der ersten Map. Du würdest sterben für einen Kampf, dann tu das doch. Was für bezaubernde Lande. Die Dunkelheit steht vor dem Licht. Heute wirst du fallen. Das schwöre ich. Regenerieren, regenerieren, regenerieren. Nein. Oh Gott. Das ist wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad. Haut jetzt schon rein. Oder ich nehme es einfach nicht ernst genug. Aber ist egal. So eine richtig anständige Ballerparty gehört ja bei Borderlands dazu, auch wenn das Spiel streng genommen nicht Borderlands heißt, aber naja. Anderes Problem. Los, kaputt. Also ich glaube tatsächlich, dass ich bei meiner Nahkampfwaffe erstmal darauf achten werde, dass ich diesen Vampirismus behalte. Das ist nämlich echt cool. So. Ich muss gleich mal gucken, was der Schwierigkeitsgrad überhaupt angepasst hat. Leute. Ah,
Hier, heil dich, heil dich. Okay, okay, okay. Okay, ich muss auf jeden Fall ein bisschen mehr drüber nachdenken, was ich tue. Was ja nicht pauschal schlecht ist. Eigentlich ist das ja sogar geil. Oh, ich mag die Zauber. Stirb. Mein Biss hat Widerhaken. Problem ist, ich hau natürlich ordentlich Munition raus bei der Waffe. Vor allem ist es ja noch eine Stufe 2 Waffe. Ich bin beeindruckt, wie gut ich damit noch klarkomme. Hier, los, einfrieren, dann kann ich dich besser schlagen. Ja, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Danke. Das Urteil ist über dich gefallen. Aha, angezündet. So, ich töte hier natürlich erstmal noch ein paar Gegner. Wir wollen ja ein paar IP haben. Und ich neige ja auch dazu, ein bisschen alles vollständig zumindest erkundet zu haben. Was kriege ich denn die ganze Zeit an lilanen Kram? Was ist das? Rüstungsfarbe. Okay, das da hinten bestimmt auch. Gucke ich mir gleich an, die spawnt ja nicht. Oh, sie haben das jetzt eingeführt. So. Boah, ich rede gerade davon gemütlich und Entspannung und dann hier baller, baller. Aber gehört halt so einer guten Runde Borderlands dazu. So. Munition nehmen wir natürlich mit. Und ich habe da oben... War da noch ein Glückswürfel an der Brücke? Komme ich da hin? Oder denkt sich das Spiel, nee. Es kann natürlich auch sein, dass der uns da einfach nur hingezeigt wurde, um uns jetzt so nach dem Motto ein bisschen zu trollen, dass wir da später hinkommen. Also rein theoretisch ist das hoch genug zum, also niedrig genug zum Klettern. Das Spiel denkt sich also einfach nur, nein, jetzt noch nicht. Muss ich wohl leider akzeptieren, denn die für mich allseits beliebte Mechanik der Granatensprünge ist hier etwas schwer umsetzbar aus mangels Granaten. Oh. So, wir nehmen einfach den Würfel. Ist das okay? 20, 20, 20. Du Glückspilz. Sehe ich, was ich gewürfelt habe? Nee, ne? Schwert der Anarchie. Waffe? Geil. Aber hat nicht den Vampirismus-Effekt drin. Schade. Regeneriert Gesundheit über Schaden? Okay. Was haben wir hier? Stoker? Unterlauf-Taser, der 7 Sekunden lang 28 Sekunden... 28 Schaden pro Sekunde verursacht. Nee, das überzeugt mich noch nicht. Boah, jetzt ist die Sache, mal ganz ehrlich, jetzt wenn ich mal ein bisschen hocheffizient denken möchte, macht es Sinn, mit einem Low-Level-Charakter diese ganzen Würfel überhaupt aufzusammeln? Eigentlich ja nicht, ne? Weil dann werden wir auch später bestimmt bessere Sachen rausbekommen, höhere Level. Aber, auf der anderen Seite, ich gehe auch sowieso fest davon aus, dass es hier mehrere Spielverläufe geben wird. Also, den ersten werden wir uns hier mal richtig schön zusammen antun. Spielverlauf 2 werde ich wahrscheinlich dann natürlich nicht mehr als Folgen mit raushauen, weil ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sagen wir mal so. Weil ich konzentriere mich halt auf die Story und diesen Spielverlauf 2 das gleiche. Auch wenn ich immer unendlich viel Bock habe, dieses Spiel zu spielen. Oh, mal gucken. Und ich laber schon wieder so viel Nonsens. Gib mir die Waffenkiste. Leder der Potenz. Ist das... Ah, das ist doch eine Art Klassmod, oder? Oh, ich habe einen Skillpunkt. Ja, stimmt. Was will ich denn? Schusswaffenschaden. Ja. Ich will... Heroische Attribute. Da habe ich auch Punkte. Krieg ich mein Beuteglück mit irgendwas hoch? Bin gerade bei 28? Nein. Was will ich denn haben? Mehr kritischer Schaden und mehr Crit-Chance finde ich schon mal grundsätzlich gut.
Weisheit. Statusschaden. Okay. Wir nehmen mal die Zauberabklingzeit. Und ein bisschen Crit-Chance. Passt schon. Bestätigen. Inventar. Tatsächlich. Eine Art Klassmod. 1,6% mehr Zauberschaden. Ist das geil. Oh, ist das geil. Ich liebe es jetzt schon. X-Zeichen. Gezeichnetes Banner. Kapazität 117. Ich nehme auch gerne jeden Schrott mit. Das ist auch so. Weil verkaufen kann ich es später immer noch. Achso, nicht nutzen. Habe ich wenigstens Geld. So, Munition scheint immer wieder voll zu sein. Da, Arschgoldkisten. Das ist, glaube ich, Geld drin. Toll. So. Wir wollen. Aber bitte nicht Claptrap, oder? Seine Rüstung trägt Kratzer aus hunderten Schlachten, doch seine Ehre ist unversehrt. Es ist Paladin Mike! Hallo, Paladin Mike. Ich kümmere mich gleich um dich. Du, Zivilist, hierher! Zivilist, ich bin Schicksalsbringer! Bring dir gleich dein Schicksal, wenn du mich nochmal so anpöbelst. Leder des Chiti. Okay. Hallo, Mike. Ich hab dich am Strand gegen die Untoten kämpfen sehen. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der diesen Knochenwichsern in den scheiß Arsch tritt. Natürlich, werter Mitstreiter. Ich dachte nur, dass die meisten Paladine mit etwas mehr Würde sprechen würden. Sehe ich verdammt nochmal aus, als hätte ich Zeit für Benimmlektionen? Ich stecke bis zur Schamkapsel in Untoten. Sie kamen aus dem Nichts. Wir haben es mit niemand Geringerem als dem Dragonlord höchst selbst zu tun. Ich wurde Zeuge seiner Flucht. Der Dragonlord? Verdammt, um den kümmern wir uns später. Im Moment müssen wir diese Belagerung zerschlagen. Die Untoten haben Katapulte, um Skelette über die Mauern zu schleudern. Du musst sie zerstören. Hier, nimm dieses C4. Alter! Ich weiß ja, dass du Sprengsätze magst, Tina, aber geht es nicht etwas fantasymäßiger als C4? Ja, Dynamit zum Beispiel. Okay, guter Einwand. Ja, natürlich. Also gut. Hier, nimm dieses, Fanta C4. Oh, was ist das? Hey. Tja, alter Knaller. Ist okay. Ich bringe die Dorfbewohner in Sicherheit. Kämpf dich vor und spreng die Katapulte mit dem Panther C4 in die beschissene Luft. Diese Fähigkeiten sind die Tinte, mit denen ich meinen Namen in die Legenden schreibe. Arsheim! Hey, wir sind in Arsheim, oh Gott. Haben wir hier? Nein, voraus. Ich trotzdem mit. Viel Glück auch. Den Teil habe ich echt vermisst. Ist lange her, seit ich was erobert habe. Nach so ein paar Jahrhunderten braucht man das einfach mal wieder. Oh, balla balla. Magic! Okay, Zauber finde ich super. Ei. Ist einfach mal was anderes. Na gut, streng genommen ist es auch nichts anderes. Das ist ja wie eine Granate, aber es fühlt sich anders an. Und das finde ich cool. So. Wir wollen uns durchkämpfen, beziehungsweise looten. Looten, looten. Zombieschütze. Für das Königreich! Mein Gewissen ist rein, Schurke. Sind irgendwelche Gebäude, wo ich rein kann? Da müssen wir nämlich mal gucken. Ich liebe es nämlich, optionale Sammelgegenstände mitzunehmen. Dafür müssten wir sie natürlich erstmal finden, aber auch das ist so, ich liebe es, optionale Dinge zu finden. Ergibt hier irgendwie Sinn, oder? So. Mag meinen Zauber. Bleib dabei. Von meinem Action-Skill selbst bin ich jetzt noch nicht überzeugt, aber das wird vielleicht noch. Oh Gott. Dahin? Komme ich daher? Nee, ne? Nö. Gut. Gutes Gespräch.
Würfel. Verdammter Glückswürfel. Ja, komm her. Bringt uns Glück. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Jeder des Blutroten. Nee. Nee. Einfach nee. Boah, das meiste davon sind Munitionsdinger, also eigentlich lohnt sich das auch gerade gar nicht. Den Kleinen gibt es mal wenigstens noch ein bisschen Geld. Das heißt, also, ich muss drüber nachdenken, vielleicht nicht mehr jede Kiste aufzumachen. Also, ich mach sowieso nicht jede Kiste auf, aber ich bin doch schon sehr akribisch am Kisten öffnen. So. Muss mich hier oben umgucken. Ah! Ja, nee. Das war gut. Nö. 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 Egal. Gut. Dann komme ich mit meinem Eis einfach immer noch weiter. Oh, mein Schild ist kaputt. Mein Schild ist kaputt. Okay, kaputt. Woo! Live. Kommt, Leute, in die ruhmreiche Schlacht. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gerade wirklich aufgrund des Schwierigkeitsgrades ist. Oh, ich habe schon wieder vergessen zu gucken, was es ist. Oh, jetzt, wenn ich in dem Kram natürlich jetzt auch noch Loot finde, mit dem man was anfangen kann. Hier, komm. Das Ende nach. Magic. Anderes Magic. Die Energie ist leer. Kaputt. So, das war's. Fanta C4, ne? An die? Gute Katapult-Kohorte. Ah, vielleicht muss ich erstmal hier den hier auch noch töten, ne? Wieder im Geschäft. Ja, okay. Lösch das Fanta C4 an das Katapult. Kein Problem. Ich habe also einfach nur noch einen Kill benötigt. Und jetzt spreng es. Halte bloß ausreichend Abstand. Das Katapult explodiert in Gläser und Regenbogenstücke. Verdammt gut gemacht. Spreng die Scheißdinger zurück bis in die Hölle. Okay, Paladin Mike ist nicht meine Erfindung, aber ich habe diesen coolen Barista im Econet kennengelernt und er meinte, ich kann seinen B&B-Charakter benutzen, wenn ich will. Und ich so, yeah, und er freut sich wie Bolle und ich überlege noch, ob ich ihn mit Akzent sprechen lasse. Ja. Oh. Mach schon wieder die Kisten auf. Hehe. So. Gegners. Oh, da ist ein Turm kaputt gegangen. Nein, ihr Schweine. Ich liebe diesen Zauber, ich bleib dabei. Das ist so schön. Das ist einfach nur schön. Zu den Waffen, Kameraden. So, ich will aber das Geld haben und ich mach schon wieder Kisten auf. Egal, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld. Irgendwann geben wir es auf irgendwas aus. Notfalls durch Respawn. Oh, falls das mit dem Respawn hier noch das gleiche Konzept ist wie bei Borderlands. Dass man immer einen gewissen Prozentsatz von seinem Geld ausgeben muss, um zu respawnen. Also durch den Nachteil, je reicher man ist, desto teurer wird der Spaß. Aber man kann sich so gewöhnlich immer leisten. Die Auslöschung beginnt. Ich muss mich kurz hier hinter der Wand verstecken. Das Schild ist regeneriert.
Oh Gott. Das Geile an dieser Waffe ist einfach, sie schießt so viele verdammte Kugeln gleichzeitig. Das heißt, selbst mit Stufe 2 macht immens viel Schaden. Das feiere ich gerade absolut. Moin, Leute. Kann ich zaubern? Ich kann zaubern im Kampf um deine Seele. Das ist okay. Fasse Mut und kämpfe weiter. Hier, komm, Action Skill. Okay. Geschafft. Ein begehbares Gebäude, sehr schön. Und optionaler Loot. Rebellion ist harte Arbeit. Tja, alle sind tot. Die Lords haben unsere Rebellion mit ihren überlegenen Waffen zerschlagen und ließen mich eigenhändig die Gräber für meine Bauernarmee und mich ausheben. War verdammt viel Arbeit. Und ich musste sie übers Wochenende verrichten, welches ich als Bauer gar nicht habe. Da habe ich mich gefragt, ob dies mein Los im Leben sei. Kann ich denn gar nichts tun, um meine Lage zu verbessern? Und dann kam mir eine tolle Idee. Der alte Stinkblüte könnte ein Dieb werden. Okay, er könnte ein Dieb werden. In Ordnung. Moin. War da nichts drin oder habe ich das schon eingesammelt? Frechheit, hab nichts gesehen, was drin war. Wahrscheinlich dann Geld. Oder wirklich nichts, das wäre natürlich gemein. Geh kaputt. Das soll wohl ein gutes Gespräch. Oh, Black. Cool, gutes Gespräch. Danke. Cool. Geht ja richtig gut los hier. Los, starte mal. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass es der Regelfall wird. Sache ist, wahrscheinlich müssen wir uns jetzt erstmal wieder durchkämpfen. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir warten mal ab. Das Gute ist, Laden und die ganze Kram, das geht relativ flott. Deswegen können wir das jetzt mal ganz kurz so machen. Brauche ich nicht schneiden. Beziehungsweise ich das natürlich rausschneiden. Oh. Schauen wir mal. Aber ich möchte nicht, dass das Spiel jetzt regelmäßig abstürzt. Das wäre... So, spielen, weiter. Oh. Ja, wenn wir Pech haben, müssen wir jetzt wirklich viel nochmal neu machen. Wo sind wir? Wo sind wir? Ist das noch das Erste? Haben wir keinen Ton mehr? Yo! Moment. Besser. Das heißt, wir müssen sie noch mal kurz durchklopfen. Das machen wir aber dabei jetzt mit einem Schnelldurchgang. Glaube ich. Vielleicht sterben wir auch einfach mal. Ist ja auch eine Option. So, wir gehen mal in das Gebäude, wo die Schriftrolle drin war. Die nehmen wir direkt mal mit. Oh, da oben ist schon wieder ein Würfel. Nein! Ich hab einen Glückswürfel schon wieder übersehen. Nein! Den will ich noch haben. Aus Prinzip natürlich. Schaut nach, Mann! Zack, zack, zack. So, der Würfel, den finden wir natürlich relativ einfach. Ich weiß, wo er ist. Sag ich jetzt. Wir müssen, glaube ich, einfach nur da vorne einmal runterspringen, gleich rechts. Da, ja, genau. Nicht so schwer. Aber, guck mal, direkt übersehen, so ein Scheiß hier, ne? Der Glücksfaktor steigt. Das sieht doch schon viel besser aus. Okay, jetzt weiß ich, was sie meint. Mit je mehr ich davon einsammle, desto besser. Ah!
So, was jetzt also heißen, würde ich jetzt verstehen, je mehr ich von diesen Würfeln jetzt unterwegs wirklich mitnehme, natürlich ist es genau das, was sie auch gesagt hat, desto höhere Chancen habe ich auf besseren Loot? Das ist ja witzig, oh Gott. So, wir machen hier mal kurz alles platt. Jetzt einmal im Schnelldurchlauf jetzt diesmal. Na, 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 na. Kaputt, geh kaputt. Und zwar richtig. Gutes Gespräch. Magic! Woo. Das ist nicht so geil. Weil unsere Schlacht ist. Ich habe den komischen vorbei. Großen Troll da wieder zu nehmen, schaffe ich glaube ich nicht so einfach. Was für bezaubernde Lampe. Hoffentlich hast du Frieden geschlossen. Wart nach. Ich bin bereits tot. Mach bitte so. Keine Tasse aus meinem Schädel. Ja, gut. Irgendwie läuft das gerade nicht so rund. Hä? Warum? Da muss ich dann mal gucken, aber ja, ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, wie oft wollen wir das denn jetzt noch machen? Weil ich weiß nicht, was er zwischendurch gespeichert hat oder halt auch nicht. Wir schauen mal. Wahrscheinlich muss ich wieder irgendwelche. Das ist irgendwie so ein typisches Borderlands-Phänomen. Wahrscheinlich muss ich irgendwelche Grafikeinstellungen irgendwie runterschrauben oder sonst was, damit ich weniger Abstürze habe. Aber dafür müsste ich natürlich erstmal rausfinden, welche Einstellungen diese Fehler verursachen. Na? So. Und hat jetzt, wie lange das jetzt gedauert? 30 Sekunden, bis ich wieder im Spiel bin. Also insgesamt überschaubar. Ist halt nur nervig, dass immer alles wieder zurückfällt. Den Würfel hat er auf jeden Fall gespeichert. Ist in Ordnung. Ah, meine Munition wird natürlich aber auch immer weniger hier. Wir machen das jetzt noch einmal. Wenn das Spiel jetzt natürlich nochmal abstürzen sollte, würde ich die Folge dann tatsächlich abbrechen für heute. Also was wir abbrechen, also dann wäre das die Folge für heute. Und dann machen wir halt beim nächsten Mal nochmal weiter. Ich werde dann nochmal kurz gucken, ob ich halt irgendwelche Einstellungen was optimiert kriege. Insgesamt wäre es natürlich wünschenswert, die gesamte Belagerung jetzt hier noch wegzuschaffen. Das ist nämlich eigentlich der perfekte Inhalt für eine Folge. Nee, sterben, Mann. Wahrscheinlich zu viele Partikel oder so. Dachte so. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ein ziemlich typisches Borderlands-Phänomen. Deswegen bin ich da jetzt noch nicht wirklich beunruhigt, nur genervt. Kein Pardon für den Feind. Hier bin ich jetzt gewesen. Hi. Das sieht cool aus. So. So, ich hätte gern live. Gib mir live. Das Problem ist, dieser Troll oben und es hat schon wieder geleckt. Ah! Beunruhigend. Äußerst beunruhigend. Ich glaube, ich werde einfach gleich direkt mal etwas einstellen. Machen wir mal kurz den Kampf fertig. So. Optionen. Grafik. Gut, vielleicht ist es auch DirectX 12, wer weiß. Framerate limitieren wir jetzt einfach mal auf 60. Gut, ich habe vertikale Synchronisation an. Also ein theoretisch, da die Capture Card nur mit 60 FPS aufnehmen kann, müsste er auch, nehmen wir mal 61, nur mit 60 rechnen, aber das bin ich mir gerade nicht sicher. Nicht fett. Korrekt. Fortgeschritten.
Handglättung. Einfach mal auf hoch. Oh, ja. Ich erkenne jetzt im Hintergrund, das Bild wird gerade aktiv angepasst. Ich erkenne da jetzt keinen erwähnenswerten Unterschied. Fidelity FX Sharpening. Aha! Abgestürzt! Super, dann wär's das aber auch gewesen mit der Folge. Ich starte beim nächsten Mal nochmal mit den angepassten Einstellungen und hoffe, dass wir die Belagerung in dem Moment dann auch erledigt kriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!